Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resonant Rise. Wir waren stehen geblieben bei dem Weg zum automatischen magischen Crafting, also das automagische Crafting, könnte man fast sagen. Dafür einmal wieder flupp, das Zeug hier angezogen. Und wir wollen craften. Böp, böp, böp. Hier ist es. Den Arcanen Assembler. Ja, relativ easy. Allerdings Instability High. Mal gucken, wie es wird. Also, wir brauchen hier eine Menge Shards. Na, wir gehen jetzt in die Shards. Ja, Witze werden auch nicht besser. So, das, das, das und die paar. Das sollte eigentlich reichen. Dann brauchen wir noch einen Assembler. Da unten unendlich genug Tische ist die Frage. Ups, den wollte ich nicht. Zack, hergestellt. Wo haben wir da? Und was brauchten wir noch? Das Zepter. Und zwar voll aufgeladen und das ist es. Hoffentlich wird das nicht zerstört. Das will ich nicht nochmal craften. So, das kam da rein. Haben wir hier weiß, schwarz, rot. Weiß, ups. Schwarz, rot, Zepter. Und auf der anderen Seite ist es gelb, grün, blau. Okay. Gelb, grün. Blau. Der kommt in die Mitte. Und dann fehlt der Zauberstab. Flupp. Ah, wo ist er? Zepter. Ach. Hier ist er drin. Dumm, dumm, dumm. Flupp. Und ab dafür. Also solange das Zepter nicht zerstört wird, ist alles gut. Dauert allerdings einen kleinen Moment, weil so viel Fabrico gebraucht wird. Drücken wir mal die Daumen. So, ansonsten, das geht ja dann anscheinend relativ schnell. Man braucht dann halt noch den Knowledge Inscriber. Dafür muss man hier so einen Knowledge Core craften und der speichert das Ganze und mit dem Inscriber kann man halt sagen, was er speichern soll. Ja, ist relativ easy. Und den packt man. Ups. Na, solange es nur mich trifft. Und den packt man da halt rein und alles ist gut. So, ungefähr die Hälfte hat er. Jetzt kommt noch ein bisschen Aura. Ups. Da sollte ich besser nichts mit dem falschen Rechtsklick drauf machen. So, noch. Ja, gut, ist gleich fertig. Der Rest ist zum Glück keine Dingsbums-Infusion. Und er saugt ihn zuerst. Ein Glück. Gut. Ja, jetzt kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Die Frage ist, ich glaube, wir klatschen den einfach mal hier hin oder so. Ja, hier sind noch genug Kanäle offen. Und tada, fertig. Den kann man gleich mal scannen. Kann man eigentlich auch machen, wenn man hingeklatscht hat. Ja, machen wir hier hin. Flupp. Und jetzt sieht man hier auch oben jetzt bei Weiler entsprechend, wie viel wieder gerade drin ist. Denn wenn man jetzt wieder reingeht, hier hat man den entsprechenden Speicher. Könnt ihr, glaube ich, auch Kleidung reinlegen, dass er weniger braucht. Ich bin mir gar nicht so sicher. Kann man mal ausprobieren. Zack, 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 zack. Wenn ich dem jetzt Kleidung gebe. Ja, durch Kleidung senken sich seine Kosten. Das ist gar nicht mal schlecht. Das finde ich cool. Gut, machen wir so. Dann brauchen wir jetzt noch einen Knowledge Core. Hier. Knowledge
Fletch da. Also einmal den Core. Dafür fehlt das Quarzglas. Hier, mach mal. Ja, reicht so. Also. Nee, immer noch nicht fertig. Jetzt aber nein. Jetzt aber nein. Jetzt aber. Was macht er denn da so lange? Ist doch schon längst fertig. Ist das gar kein Quarzglas? Ach, das ist Vibrant Glass. Ah, 1, 2, 3, 4. Ja, gut, dann ist das natürlich auch gar kein Problem, wenn man das weiß. Und dann das hier. Dafür braucht man noch so ein Panel. Ich glaube, das weiß er. Hier, genau. Stell mal eins her. Ich frage mich, ob man davon dann das behält. Haben wir davon noch welche? Na egal. Also. Rein da. Rein da. Man behält es nicht. Egal. Gut. Klatschen wir mal hier hin. Der Core kommt hier oben rein. Und dann kann man sich hier jetzt mal Sachen speichern. Ups. Die man halt hier so. Ja. Möchte. Gucken wir mal. Stormcraft, was haben wir denn hier so? Zum Beispiel Arcane Stone. Damit könnte man ja zum Beispiel ganz schön bauen, wenn man es denn ja, leicht kann. Also brauchen wir zum Beispiel Stein und Shard. Welchen nehmen wir da? Die hier haben wir am meisten. Einen davon. Und speichern. Jetzt hat man das Rezept halt hier oben gespeichert und das war's. Okay. Okay, das hat jetzt hier ja, den Client gecrashed. Zweimal. Ja, das ist wohl ein bekannter Bug, der soll auch mit dem nächsten Update, was inzwischen glaube ich auch schon draußen ist, behoben worden sein. Allerdings habe ich für das momentane Update halt noch keinen Changelog gefunden. Und wenn ich nicht weiß, was das Update macht, werde ich es auch noch nicht machen. Das heißt, wir müssen das automatische Craften erstmal hinten anstellen. Und stattdessen machen wir jetzt etwas anderes, magisches. Ja. Und zwar bauen wir uns ja eine Art Verzauberungsaltar. Das Coole an dem Ding ist, man kann sich aussuchen, welche Verzauberungen man gerne hätte. Und das ist dann schon mal ein extremer Vorteil. Außerdem braucht das Ganze keine Level, sondern einfach nur V. So, wo haben wir denn den Osmotic Enchanter? Da haben wir ihn. 5x Obsidian Tiles, das ist einfach nur so ein 2x2 mit Obsidian. 2 mit Sormium und eins mit Spellbinding Close. Okay, dann nehmen wir doch mal die 5 hier mit. Das habe ich natürlich ein zu wenig, um es ordentlich aufzuteilen. Zack, zack. Naja, dann kommt hier halt ein bisschen was rein. Da ein bisschen. Das ist dann dangerous, aber naja, hier sind die Materialien immerhin nicht ganz so teuer. Dann geht das auch mal. So, rein da und rein da. Ach ja, und in die Mitte kommt ein ganz normaler Enchanting Table. Und jetzt fehlt der Wand. Zack. Rein da, rein da, rein da. Rein da, rein da, rein da. Wand. Ach, nehmen wir den. Zack. Nicht, dass wir das noch irgendwie austauschen oder so. Ich weiß nicht, ob das möglich wäre, aber wäre ungeil, wenn es passiert. Aha. Ah. Okay. Ah, ich trage ja gar nicht mehr die Sachen. Moment. Wenn das hier eh noch auf sich warten lässt, dann kann ich die auch wieder mitnehmen. Zack, zack, zack. Zack, zack. So, jetzt müsste ich auch wieder sehen, was da gerade abgeht. Genau.
Sehr schön. Ah, läuft doch. Von den Spellbinding Close habe ich eigentlich auch viel zu viel gemacht. Ja, bei der Infusion geht nur so ein kleiner Teil von dem. Die haben so einen Schadwert, damit kann man halt Verzauberung wieder von Gegenständen runterwaschen, sozusagen. Und bei der Infusion geht auch nur ein Teil von diesem Schadwert dann flöten. Allerdings, wenn es halt durch Dings hier, ja, durch so ein Blitz zum Beispiel zerstört wird, ist es halt komplett weg. Und naja. Darum mehrere. Eigentlich braucht man die Dinger nicht, aber ja. Gut. Wie weit läuft er? Ja. Sollte bald fertig sein. Und nur noch die hier. Plopp. Und jetzt sieht man hier immer noch beide da. Und wenn man das sieht. Ups. Anscheinend sogar noch weniger als. Oh, cool. Dann haben wir jetzt einen Osmotic Enchanter. Und hier fliegt ein Vieh mir vor der Nase rum. So. Wo bauen wir den auf? Könnte man eigentlich sogar hier oben machen. Muss man das Bett halt woanders hin. Zack. Ja, das Bett muss woanders hin. Klatschen wir da mal hier hin. Und zack, Spawnpunkt gesetzt. So, jetzt brauche ich Totems. Totem. 20 sollten ausreichen. Und dann brauche ich Nitor. Habe ich gerade nicht. Glowstone, gib mir mal. Ach, machen wir gleich 16. Besser zu viel als zu wenig. Ich muss das hier erst rausnehmen. Gut. Ja, gut. Das läuft jetzt erstmal ein bisschen. Und zwar muss man um den hier in einem gewissen Radius 6 von diesen Totems aufstellen. Ja, gut, machen wir hier noch eins. Da wird symmetrisch. So. Jetzt habe ich noch 8 über, dann kann man die hier hinten noch ein bisschen größer machen. Auch die dann eigentlich auch. So. Naja. Okay. Die Größe ist eigentlich nicht weiter entscheidend, es müssen nur mindestens 2 sein. Gut, hier sind denn jetzt 6 Nitor da. Ja. 1, 2, so. Da, 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 da. Oh, ups. Also, ja. 2, nein. Ah, ist doch so. Ja, gut. Und noch. Nein. Nein. Okay, sind wohl doch ein bisschen zu hoch. Da. Gib mir mal schnell was zum Draufsteigen. 1, 2. 1, 2, 3. Gut, und jetzt kann man hier halt einen Zauberstab, Zepter, was auch immer reinlegen. Und zum Beispiel sein neues Hemd. Und man hat Verzauberung zur Auswahl. Aber natürlich kann man dann halt manches nicht kombinieren. Also wenn ich zum Beispiel Protection drauf mache, kann ich nicht zeitgleich Fire Protection oder so ein Zeug drauf packen. Egal, machen wir erstmal Protection, zum Beispiel dann noch Thorns und Repair. Wenn ich zum Beispiel Repair drauf mache, kann ich nicht noch Unbreaking drauf machen. So, und wenn ich jetzt hier über die einzelnen drüber gehe, wird mir halt angezeigt, wie viel ich davon jeweils brauche. Terra zum Beispiel ziemlich viel, weil das hier braucht Terra, das braucht auch Terra. Und das braucht auch Terra. Allerdings mit dem Zauberstab hier möchte ich das nicht machen. Der braucht da. Also der hat nicht so einen großen Puffer. Dauert das Ganze ein bisschen länger. Na, komm schon. Ach, ist schon fertig. Na, hoch. Na gut. Dann halt so. Okay. Und, oh, cool. Man sieht sogar drauf rumliegen. Dann rein da. Und, ach, ich muss jetzt alles nochmal neu machen. Zack, zack, zack. Also, man kann auch zwischenzeitlich den Zauberstab tauschen, aber
dann, wenn man halt noch nicht auf Start gedrückt hat, dann wird alles zurückgesetzt. Wenn man schon lange auf Start gedrückt hat, dann wird das gespeichert. Gut, und ich sehe gerade, uns läuft auch ein bisschen die Zeit davon. Ich werde mal auf die gleiche Art und Weise den Rest der Dings hier verzaubern und dann sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Tschaußen!